am Ende einfach. Ich sehe das schon. Es tut mir leid für die Ladezeiten, das können wir nicht beeinflussen. Die PlayStation 5 ist da sehr rigoros. Zum Glück sind sie gerade noch sehr klein. Also, dass er so wegsteckt, ne? Ja, der ist halt gefallen. Like, what the fuck? Der muss ja richtig festes Zeug angehabt haben. Passt wie so ein Daredevil-Outfit. Ist die einfach tot? Ich habe die gerade noch gerettet und die ist jetzt einfach tot. Ich hätte nichts machen können. Also gut, das hätten wir jetzt auch sein können, ne? Warum ist Verstecken immer die beste Option? Ich hasse das. Ich bin niemand, der sich verstecken will. Mr. Quinzel, hello, hello. Welcome. Welcome to the party. Wir sind relativ weit schon im Game. Wo genau? Frag uns bitte nicht. Wir wissen es selber nicht. Und ich mache jetzt Licht an, genau. Damit er mich sieht. Ich möchte mal ganz kurz Kursaktualisierung. Ah. Ich will ganz kurz atmen, Alter. Atmen. Ich brauche ein bisschen was von meinem Tee. Guck mal, die süßen Emotes. Wir hätten es nicht verhindern. Also was heißt nicht verhindern können, aber... Nee, hätte ich gesagt, sie soll laufen. Vielleicht hätte er dann nicht gedacht, dass sie kommt. Und dann hätte er von hinten... Das oder war nichts sagen. Ja, das war halt meine initiale Idee, als Jamie weggelaufen sind vor dem. Und als ich gesagt habe, tu es nicht. Ich wollte eigentlich nicht, dass sie Kate überhaupt spricht, weil ich dachte, dann tut er irgendwas und ist gewarnt, ist vorgewarnt. Aber tatsächlich war es einfach zufällig die richtige Sache. Also wir stolpern hier durch Zufälle besser durch als überhaupt. Ja. Ach man, arme Jamie. Was ist da groß? Notsignalisieren? Hä? Die Crew hat beschlossen, sich mit dem Leuchtturm zu treffen. Warum steht da Notsignalisieren? Das erinnere ich mich nicht, dass das ein eigener Kurs war. Da. Jamie wurde durch den Schraubenzieher davor bewahrt, von der Glaswandfall zerquetscht zu werden. Jamie hat Kate auf dem Dach gerettet und sich dabei selbst geopfert. Also sie hat sich zweimal eigentlich sogar geopfert. Ja. Aber die ist jetzt definitiv tot. Also nur wenn wir sowas sehen, wissen wir für dieses Spiel, dass wir wirklich tot sind. Das macht einer von jeder von euch auf der Strichliste. Das macht einen von jedem von euch. Genau, richtig. Also wir haben jetzt... Und beides Mal ist es meine Schuld, Leute. Beides Mal war ich in Control über den Charakter, meine ich damit. Sad you just life. Made the list. Ja, genau, Quinze, du hast es verstanden. Sad life. Aber Sophia hat sehr heroisch ihren Charakter jetzt schon verteidigt, mehrfach. Das war extrem krass. Also ich hätte gedacht, er ist safe schon. Ja, ich dachte auch. Und auch Kate. Also Entschuldigung, ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen. Noch eine Vorahnung, komm, gib. Das ist nicht hier. Das ist in einem der Häuser, wo wir waren. Mit Charles. Charlie. Wie sag ich die ganze Zeit? Charles. Als wäre der Engländer. Charles. Hä? Komm ich hier nicht mehr raus? Excuse me? Muss der Ausgang? Achso, das war so eine kleine Ding, jetzt bin ich hier reingegangen. Okay. Ach stimmt, das ist ja ein Labyrinth. Das ergibt erstaunlich viel Sinn gerade. Geht nur hier durch. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, Kate. Ich vermute es aber einfach mal. Labyrinthen entkommen ist immer Müll in solchen Spielen. Weil wir wissen nicht, wo er ist und wir wissen nicht, wann wir uns verstecken. Und ich hoffe, dass wir da die Möglichkeit bekommen. Ich halte mich jetzt einfach mal rechts. Ich hoffe irgendwie, das ist eine Replik von seinem... Ach, guck an! Ich würde ein Fake-Labyrinth dahin machen, wenn ich er wäre. Ein schöner Garten. Früher. Nee. Das ist genau das mit den verschobenen Hecken und so. Das wir kennen. Mhm. Das in der Mitte ist der Raum, den wir geändert haben. Das ist genau der Grundriss des Hauses. Aber ein Garten war es bestimmt. Wir glauben ja, dass das auch so ein Haus war einfach. Hier. Na, wo die... So ein Nursing Home. Ich weiß nicht, ob in die Mitte zu gehen überhaupt so smart ist. So, von hier kommen wir. Ja.
Ich werde mich jetzt, also ich werde das weder fotografieren noch mich daran orientieren, weil damit laufe ich mich nur in die Falle. Ich versuche jetzt einfach so nah wie möglich an den Rand zu kommen und rauszukommen irgendwo. Wenn ich dabei drauf gehe, dann ist das halt so. Was willst du machen? True. Du weißt es halt nicht. So. Das ist ekelhaft. Was denn? Ich sehe nichts. Es regnet doch nur. Ja. Es ist zwar gerade ihr geringstes Problem, aber sie beschwert sich trotzdem. Ich weiß halt nicht, woher das gerade kommt mit dem es ist ekelhaft. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, ich glaube der Regen. Ist so, die eine ist impaled worden einfach. Was willst du eigentlich? Die ist wie ein Vampir einfach gepellt. So, wir sind am äußersten Rand. Das kann jetzt gut sein, das kann jetzt schlecht sein. Das ist eine Sackgasse. Schön. Ich würde am liebsten hier blind durchlaufen, aber wir sind nicht bei Pokémon Gelb. Wo man noch ohne Blitz durch die erste Dingens kommen muss. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss sagen, nicht schlecht. Meinst du? Ja. Gut, ich weiß nicht, wo wir bis jetzt sind. Ach, guck mal, dem Papier geht's gut. Cecile. Ich weiß, es ist dein Sohn, aber ich habe dich deinetwegen geheiratet und nicht deines Sohnes wegen. Außerdem liegt es in der Verantwortung deiner Ex-Frau, ihn davon abzuhalten, etwas Dummes zu tun, nicht meiner. Oh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich wegen dieses Ausflugs jetzt schon depressiv. Ich hatte etwas anderes im Kopf, als du meintest, du würdest mich auf eine geheime Insel entführen. Mir ist es egal, dass es Harrison Lee, der berühmte Horrorautor ist. Du arbeitest nur für ihn. Du musst nicht auch noch Urlaub mit ihm machen. Können wir etwas Zeit nur zu Zeit verbringen, Cecile? Lieber Kurt, ich dachte, es wäre einfacher, dir zu schreiben, weil ich mich zu sehr aufregen muss, wenn ich versuche, darüber zu sprechen. Ich bin am Ende. Du weißt, dass ich mich mit Thomas nicht verstehe. Ich begreife nicht, warum du ihn überall mit hinnehmen musst. Du sagst ja selbst, dass er einen schrecklichen Albtraum ist und das macht mich einfach fertig, ihn ständig in meiner Nähe zu haben. Okay, das heißt, der Brief fängt da an und geht hier weiter. Es ist von Cecile und sie beschwert sich über seinen Sohn. Über wessen Sohn nochmal da? Von Morella? Ein Kündigungsschreiben eines Arbeiters der Baumfirma? An den Vorarbeiter? Nee, das muss was anderes sein. Wo haben wir das denn bitte gefunden? Haben wir das gefunden? Kann es gerade sein, dass das falsche Achievement angelockt wurde? Ich glaube schon. Möglich. Ja, ich glaube nämlich auch, weil das ist nicht das, was wir gerade gelesen haben. Nee. Ist das nicht das, was wir gerade gelesen haben? Also schön zu wissen, dass wir ein Kündigungsschreiben gefunden haben. Das klang nicht wie ein Kündigungsschreiben. Oder ein Kündigungsschreiben hätte finden können. Mhm. Kriegst du Reibekuchen oder nicht? Yes. Sehr gut, okay. Also wir können uns Zeit nehmen und dann später sonst auch. Okay, gut. Easy peasy. Lemon squeezy. Nice. Oh. I love you. Er guckt sehr begeistert. Wir geben uns Mühe, leise zu sein, damit Leander nicht so abgefuckt ist von uns. Mühe ist das richtige Wort. Ja, ich dachte mir. Wir versuchen. Ich habe gerade Pizza reingemacht in den Ofen. Geil. Sehr sweet. 10 von 10. Perfekt, wir werden gleich wahrscheinlich genug einkaufen. Oh mein Gott. War das in Sackgasse? Nee, wir kamen von dort her. Aber ja, ich kann verstehen, was du meinst. Wie gesagt, wenn du es nicht gerade spielst, dann siehst du nicht so den Weg. Okay, wir sind aber schon in der Mitte. Warum habe ich das Gefühl, ich will die nicht anpassen? Ich will nichts mit der zu tun haben. Ja, ich glaube, wir haben gar keine Wahl. Die sind eingefärbt. Das ist aber irgendwie Ort. Meinst du, dass es irgendwie jemand hat das als... Meinst du, es sind die beiden Alten, denen das gehört hat? So zur Ehrung oder so? Oh, das wäre cute irgendwie. Selbstgemacht sogar mit Pfeffersalami und viel Käse. Sweet, enjoy, Alter, enjoy. Jetzt bin ich neidisch. You just made the list of people who have made Sophia jealous.
Ich habe mir auch nicht eingeprägt, wo der Ausgang ist. Ich laufe einfach rum. Sehr gut. Weil einfach kopflos reinzulaufen ist manchmal einfacher. That's what we said. Weil ganz ehrlich, das Spiel erwartet, dass du mit Logik dran gehst. Macht ja auch eigentlich Sinn, ne? Eigentlich. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob uns das retten würde. Yes. Da ist aber kein Schalter dabei. Halt's mal. Meinst du, wenn wir jetzt den Schraubenzieher gehabt hätten, könnten wir damit was machen? Das überbrücken? Ich glaube nicht, ne? Ey, wir brauchen den Schalter. Ich weiß halt auch nicht, ob der Typ... Übrigens, der Controller vibriert auch jetzt schon wegen dem Regen wahrscheinlich. Also der Regenaufprall wird im Controller simuliert, sehr geil, kleiner Hint. Aber das Problem ist einfach, ich habe das Gefühl, der Typ hat auch keine feste Route. Weißt du, wir können auch nicht... So, aber hierher komme ich ja eigentlich. Mhm. Ich wollte eigentlich da nicht zurückgehen. Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit gerade. Hier ist irgendwie zugewuchert. Ja, geh ruhig ran. Ich mach mich ganz kurz. Also wir muten uns ganz kurz. Alright, so. Ich habe hier gerade, glaube ich, die Stelle gefunden, wo es weitergeht. Das ist der nächstgelegene Gang auf jeden Fall. Übrigens haben wir den Punkt jetzt schon erreicht, wo wir beide einfach nur wollen, dass wir ein Ende erreichen. Wir spüren es einfach auch gegenseitig, das ist so krass. Du willst eigentlich einfach, also du willst deine Charaktere natürlich nach wie vor durchbringen, aber du bist halt unsicher, ob du es überhaupt kannst und die ganze Zeit bist du dir unsicher, ob, ne, das Spiel, also du hast die Grenze überschritten, dass du eigentlich kehrst. Ich sehe Hinweis kurz an. Aber ich muss sagen, dafür, dass du also so blind im Labyrinth bist, machst du dich echt gut. Also oder? Ja, ich gehe einfach nach Ausschussverfahren. Ich entscheide halt, rechts rum zu gehen. Dann gehe ich halt rechts rum. Ja, okay. Na, und dann gehe ich jede erste Abzweigung rechts. Und die beiden ersten waren jetzt, das eine war eine Sackgasse mit diesem Schalter, das andere war eine ohne. Ah. So, und hier scheint auch Ausgang zu sein. Ja. Wenn Strom, dann Ausgang wieder auf wahrscheinlich. Oh, Knöpfe. Mhm. Werden jetzt aber wahrscheinlich noch gar nichts bringen. Nee. Das macht mein eigenes Licht aus. Lol. Zwei Finger funktionieren auch. Ja, sehr gut. Ja. So. Manchmal muss man auch einfach Glück haben im Spiel und dann einfach an eine Stelle ankommen, wo man dann einfach lucky rausfindet, wo man hin muss. Ja, und ein bisschen den Stromkabeln folgen, was hilft natürlich. Genau, richtig, das ist natürlich auch möglich. Die sind auch tatsächlich ein sehr gutes Indikatorteil dafür. Weiß sie, wie rum das funktioniert? Na dann, jetzt geht's los, glaube ich. Ich rieche schon das Quicktime-Event. Bis jetzt gleich weiß, dass da Strom an ist. Aber hier ist ja auch schon die ganze Zeit Strom. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich der ausschlaggebende Punkt wäre, dass er uns findet. Obwohl, ich muss sagen, dass jetzt dieses Strom anmachen war sehr dezent. Oder? Ja. Also,
Es waren ja nur zwei kleine Lampen und bei der einen standen wir halt. Warst du da schon? Ja, ja, hier bin ich hochgegangen. So. Hier geht's rum, meine ich. Und dann kommen wir da oben hin. Ah, ja. Kabel. Sehr gut. Na, wir gehen an der einen Stelle drunter durch und dann gehen wir wieder hoch. Warum wir da uns nicht hochziehen können wie jeder andere Charakter, weiß ich auch nicht. Weil wir keine Kraft mehr haben, wir sind am Ende. Ja, wir sind wirklich am Ende. Meine Schulter ist todesverspannt. So, jetzt müssen wir uns nur entscheiden, welcher von den Knöpfen. Ich habe halt nicht aufs Labyrinth geguckt, ich weiß es nicht. Wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren. Komm, rechts. Schön. Excuse me. Musik. Für die Atmosphäre, ne? Was ist, wenn ich nochmal rechts drücke? Jetzt rausgehen wird? Nein. Schade. Nein, wir gehen wieder rein. Wir müssen. Wir haben keine Wahl. Machen. Ich geh dahin. Das ist mir so egal. Wir gehen dahin. Aber ja, gehe ich dahin. Der Rest vom Labyrinth ist mir gerade scheißegal. Seht ihr, was ich meine? Ich meinte am Anfang, ich will alle Hinweise finden. Dann müsste ich jetzt eigentlich durchlaufen. Nein. Ich glaube, hier muss ich sein. Und wenn er jetzt hier auch ist, dann ist halt doof. Dann kann halt nur einer von uns beiden nehmen. Dann blende ich ihn mit meinem Spiegel und dann ist er tot. Weil eigentlich ist er ein Vampir. Lol. Wir sind unter der Bar? Oder sind wir in der Bar? Jetzt sind wir in der Bar. Ich glaube, wir waren über der Bar. Okay. Hinweis? Also wir haben bestimmt jetzt gerade Hinweise verpasst. Bin ich mir schon fast sicher. Aber dann ist es jetzt. Die Polizei hat nun bestätigt, dass es sich bei der Leiche, die beim Brand in einer verlassenen Lagerhalle im Stadtteil Fulton River gefunden wurde, um den vermissten FBI-Agenten Hector Munday handelt. Munday wurde als der Killer-Agent identifiziert, dessen jüngste Mordserie die Einwohner von Chicago in Angst und Schrecken versetzt hat. Ein Sprecher der Polizeibehörde Chicago bestätigte, dass Munday 4 Morde begangen hat. Einen davon gestern Abend. Es handelt sich um den Polizisten Patrick Stanley, einen erfahrenen Beamten mit 22 Jahren Berufserfahrung. Das Feuer wurde heute Morgen gegen 5 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die geborgene Leiche war durch Verbrennungen völlig entstellt. Der klang nicht wie 22. Doch die Polizei konnte Munday anhand zahnärztlicher Unterlagen identifizieren. Ah ja, bestimmt. Die der auch sicherlich nicht vorher gefälscht hat. Wäre natürlich jetzt cringe, wenn sie gesagt haben, an seinen Brustimplantaten haben sie ihn entdeckt. Das ist kein Joke, man kann Leute daran tatsächlich. Ja, ich weiß. Das ist mal mit einem Playboy-Bunny, Fun Fact, ist das mal passiert. Die hatte ein Brustimplantat, das das Feuer, in dem sie gestorben ist, überlebt hat und daran konnte man sie identifizieren. Das ist so eine sehr makabere Sache, aber ich finde immer good to know, eben halt auch wie Zähne es sein können, die einen retten. Ist das eine Kühltruhe? Nee, das ist eine Münze auf einer Kühltruhe. Haha. Boah, wir knacken noch die 100, I tell you. Yes. Wir sind gut dabei. Das heißt aber wirklich, dass dieser Munday, also, der ist nicht tot, der ist hier. Der hat seinen Mord gefaked. Seinen Tod gefaked. Guck mal hier, da haben wir doch. So, ein Zeitungsausschnitt, in dem berichtet wird, dass Hector Munday tot aufgefunden wurde. Die Polizei bestätigte, dass er Killer-Agent war. Ich gehe auch davon aus, dass der die Zähne irgendwie dafür benutzt hat, die der abgeendet hat. Vielleicht hat er seine eigene Zähne tatsächlich ersetzt mit echten. Weiß nicht, ob das so praktisch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man das täte mal. Leute, ich will, dass es hier weitergeht. Ich will nicht in das Labyrinth. Danke, Spiel. Guck mal, da geht's ja weiter. Schön. Das heißt nicht, dass ich da sofort hingehe. So, aber ich glaube, ich habe mir alles angeguckt. In Mitte des Raums war auch nichts mehr. Kein Quicktime-Event, kein Jumpscare, keine umfallende Scheiße. Eine andere Leiter. Danke, das sieht doch schon mal viel besser aus. Ja. Aber ich finde deine Theorie, mit dem, dass der Killer eigentlich hätte getrennt sein müssen von uns und dort doch irgendwie durchgekommen ist zu Jamie, finde ich immer noch. Das ist immer noch valid. Da ist immer noch was dran, glaube ich. Ja, ich verstehe das. Es müssen zwei sein, eigentlich. Ich meine, klar, der war Agent und dann ist der halt, ne, kann der mehr aushalten und so. Ich
will gerne nochmal den Boden so sehen. Der ist nicht da. Okay. Aber dass am Ende nicht doch da ist. Das wäre jetzt sehr broken. Also dieser Spiegel, tut mir leid, ich will den. Das ist geil. Flachste Dings, die es je gab. Okay, hier sind wir. Sind wir im Labyrinth jetzt noch oder außerhalb schon? Nee, ich glaube außerhalb, oder? Sweet. Nee, noch nicht ganz außerhalb. Also nicht außerhalb vom Gelände, nein. Nee. Aber wir haben uns schon sehr weit gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil alleine, dass wir Jamie da rausgeholt haben noch, das ist für einen zweiten Walkthrough, ist es ist halt tausendmal geiler, wenn du es selber herausfindest. Und sei es nur durch Zufall wie wir gerade. Das macht es nicht weniger geil. Aber ich habe das Gefühl, ein großer Teil des Pictures fehlt uns einfach noch. Mhm. Sonst ist es einfach nur ein sehr geil inszeniertes, aber sehr cooles Game, was aber eine relativ einfache Story ist, weil ich mich noch nicht traue, mit irgendwas zu interagieren und irgendwo reinzugehen. Ich will mir erstmal alles angucken. Ich bin mir selbst sicher, dass der da... Will, dass du da lang gehst. Der Wetten, der steht da. Der ist einer von den Typen mit Hut. Ja. Ja, du hast recht. Wir gehen erstmal dahin. Komm, Kind. Ich nutze die Laufenfunktion ja sonst nicht. Bei ihr sieht es wenigstens valid aus. Haben wir noch irgendeine Vorahnung, bevor ich die gleich vergesse? Wir gucken einfach nochmal rein. Okay, wenn wir da reingehen, kann es sein, dass wir uns verstecken müssen. Es könnte sein, dass das das Haus ist, was wir sehen. So, was haben wir noch? Das ist das Entstellte mit Jay. Das wissen wir halt nicht. Der ist in den Lüftungsschächten und der ist entkommen eigentlich. Mhm. We don't know. Das haben wir ja nicht verhindert, aber andersherum getriggert. Ich weiß nicht, ob wir das hätten verhindern können, schließlich. Also das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Aber ob wir das hätten verhindern können, weiß ich nicht, weil dafür hätten wir den anderen Charakter spielen müssen. Das haben wir verhindert. Das haben wir verhindert. Ich glaube, bei House of Ashes waren wir fast so weit. Wir hatten fast alle Bilder, bis auf das Promo-Bild, was in die Mitte kommt. Und, wir haben tatsächlich doch am Ende... Also wir hatten fast alles verhindert. Eins nach dem anderen. So. Und überleg mal, die Vorahnung ist genauso eingetroffen, wie sie war, und der Charakter ist doch nicht tot. Er hätte nur sterben können. Wir sehen nur eine mögliche Zukunft. Ah, auf der Sonnenuhr aufgespießt. Ich erinnere. Das haben wir ja gelesen. Ja. Dann ist der wirklich runtergefallen. Hätte mal sauber machen können. Ich will doch nicht in eine Falle reinfallen, wo jemand anders schon. Also das Blut ist ja voll ekelhaft. Publizist Kurt Hall. Oder ist das auch ein Kündigungsschreiben? We don't know. Hörspiel? Kann ich da was machen? Nein? We say no? Ist der Kurt Hall derjenige gewesen, der so aufgespießt wurde? Ich glaube es nicht mehr. Möglich. Ich bin da, ja. So, dann. Na, hier rüber. Gucken wir uns erstmal mit dem Rand an. Ist any good player gut? Ah, wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite von dem Ding. Das ist schon mal gut. Der ist da safe drin. Ja, safe. Also, ich würde jetzt hier lang gehen eigentlich. Ja. Aber das Spiel lässt mich natürlich nicht. Gut, Brace for Quicktime Event. Ja. Oh. Brace for no sound. Mach dich ready. Ich bin ready. Welcher ist es davon? Es ist mir so scheißegal, welcher das ist. Ich laufe da jetzt einfach durch. Ja. Es ist safe einer davon, aber... Natürlich. Ich hätte mich auch mit dem Rücken zu mir gestellt. Das ist aber die Stelle von der Vorahnung gewesen, oder? Wie der sich umgedreht hat, sah mir gerade so aus. Wir stecken uns jetzt in dem Haus und dann ist okay. Er nimmt das Bein. Scheiße, warum sind wir so schwach? Wagemutig. Das findest du wagemutig spielen? Ja, wir ziehen wagemutig, das war einfach nur dumm. Leute, ich entscheide jetzt gerade ganz spontan. Ich habe keine Ahnung, was wir tun. Frag mich bitte nicht. Ich hoffe, wir fallen nicht aus dem Fenster. Okay, wir fallen aus dem Fenster, aber wir überleben es wohl. Oder?
Nee, das sieht nicht schlecht aus. Oh mein Gott. Scheiße. Bitte, bitte tun Sie das. Das hätte ich aber nicht wissen können. Wer verstecken da das Richtige gewesen? Das sieht. Dieser Baron sieht halt nicht aus wie in der Vorstellung. Concentrate. Ja, er concentrate. Ah. Oh mein Gott, kann nichts machen. Das heißt nicht, dass sie tot ist. Wir haben sie nicht sterben sehen. Ja. That doesn't mean anything.